Ich sitze hier um Gaul, beziehungsweise um Elch, Rieg hier, was auch immer, und bin auf dem Weg da hinten hin, wie ihr sehen könnt, also zu diesem Aussichtspunkt. Und denke, der wird mir diese Ecke hier aufdecken, ganz am Rande, wo wir noch nicht waren. Ich bin gespannt, also ein Rätsel, ein Schatz wartet auf jeden Fall. Und mal schauen, was der Aussichtspunkt vielleicht noch so aufdeckt. So schön an der Küste. Okay. Mersicher Turm. Interessant, dass es mich so noch gar nicht in die Richtung geführt hat. Da oben ist auf jeden Fall auch ein Schätzeli. Mich beinahe selber aufgespießt. Aber ihr wollt, du schaffst das. Dann mal noch hoch. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Aber schon ein schöner Verteidigungsturm, das muss man sagen. Schöne Aussicht aufs Meer vor allem und natürlich auch übers Land. Und ja, fast die ganze Küste von Süden bis Norden einsehen. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier zu dem Schatz kommen, der da irgendwo drin ist. Ich habe bisher noch keinen Eingang gesehen. So ein Vorbau, da kannst du bestimmt rein. Ah, komm mal an, da geht's glaube ich rein. Wenn ich mal ein bisschen vorbeigezielt hätte, dann wäre es runtergegangen. Da ist die Truhe. Die einzige Truhe hier? Anscheinend schon. Habe ich hier nicht irgendwo ein Seil lang gehen sehen? Da unten? Kann ich wieder runterrutschen? Wieder hoch. Interessant. Ich gucke jetzt einfach mal so ein bisschen. Wüsste gern, wo das Seil anfängt. Aber ich sehe es nicht. Ich hab's noch eben vom Weg aus habe ich es gesehen. Oh, verdammt, schön vorbei. So war der Plan. Natürlich nicht. Ach. Oh, hier liegt ein Brief. Versunkene Schätze. Als wir im Wasser baden, hörte ich plötzlich Hunilda rufen. Sie habe einen Schatz gefunden. Zunächst glaubte ich ihr nicht. Denn sie sagt öfter solche Dinge und lacht dann, wenn ich darauf reinfalle. Aber ich sah nach, obwohl ich es hasse, unter Wasser die Augen zu öffnen. Und sie hatte recht, da unten liegt ein Schatz. Hunilda sagte, dass er ihr gehöre, weil sie ihn zuerst gesehen hat. Sie tauchte danach und schaffte es fast nicht wieder hoch. Sie hatte Wasser verschluckt und hustete, also brachten wir sie heim. Ich habe zu viel Angst, es zu versuchen. Ich kann nicht lange genug den Atem anhalten. Vielleicht, wenn ich älter bin. Okay. Ach, von da vorne. Verdammt.
Okay, das war natürlich der Plan. So, da jetzt wieder runter. Also ich sehe hier so irgendwie nichts. Oh. So viele Schlangen. Aber der Brief wird ja nicht umsonst hier gewesen sein. Also hier auch im Wasser sehe ich nichts. Alles nur Finte oder was? Na gut. Ja, also ich schätze mal, der wird mir schon angezeigt werden. Oh, ich sehe ja gar nichts im Wasser. Dann nehmen wir uns mal die kleine Droh hier. Und trotzdem ein interessanter Turm. Also der sieht so aus, als wäre der teilweise schwerer einzunehmen wie so manche Festungen, in die man zum Kampf ziehen muss. Großer Strand. Wer weiß. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Eine Menge Vögel. Ein Seestern. Der war ganz schön weit an Land. Ich mal ruhig hier. Okay. Keine Räuber, keine Gegner. Schade eigentlich. Eine sehr ruhige Ecke. Dann erstmal hier hin und dann zu Skeggys Bad. Da sind ja einige Schätze. So ist brav. Das Ziel kann nicht erreicht werden, sagt er. Was macht ihr denn mit dem Schaf? So, ich denke mal, ich passe es selber ab. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Das sieht aber auch ruhig aus. Schön wieder so eine Statue.
Diese eine Menge Explosivdinger. Okay. Und jetzt zum Veräppeln. Okay. Oder ich muss sie tatsächlich da reinschieben, damit ich mit dem... Okay. So wird also ein Schuh draus oder was? Fein, fein. Römisches Artefakt. Das ist auch gleich die Truhe. Was da so zu sein. Und noch ein Opal. Oh, Ballwerk-Rune. Das ist schön. Na hopp, schnapp dir das Ding. Okay, dann auf zu Skeggys Bad. Habe ich mir ja fast die Zunge drin. Ach, zum Meckern. Weiter! Könnte wieder so ein Steinmännchen sein. Oder unnütz. Sieh nur, was sie angerichtet haben. Wir sollten nicht. Ich muss mich in Acht nehmen. Dich macht es nur traurig und mich wütend. Ja. Ja, du hast recht. Dann lass uns jetzt gehen und nie zurückkommen. Nur noch einen Moment. Da ist es. Ihr wollt da rein? Das würde ich euch nicht empfehlen. In jungen Jahren hätten wir das gekonnt. Wir hätten nicht lange nachgedacht, bevor wir uns zurückholen, was unser ist. Ihr habt hier gelebt? Das war unser Fischerdorf. Wir haben alles mit eigenen Händen erbaut. Aber Banditen haben uns verjagt, als sie sahen, wie ertragreich die Fischgründe hier sind. Die Fische hier sind nicht scheu und werden niemals satt. Du machst es schwer zu widerstehen. Vielleicht sehe ich es mir selbst mal an. Das wird nicht so einfach. Warum nimmst du nicht meine Frau mit? Stickler würde diese Hunde nur zu gern nach Helheim schicken. Was würde das bringen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten umherstreifenden Plünderer auftauchen. Das wissen wir. So sieht es in ganz Lincolnish hier aus. Doch es wäre ein kleiner Sieg. Eine Gelegenheit, die Füße nochmal ins Wasser zu tauchen. Gut, gehen wir. Es ist immer gut, altes Feuer neu zu entfachen. Zu mir, Stickler. Witzen wir unsere Klingen an ihren Knochen. Das ist längst überfällig. Da ist er, Skeggys Bart. Leider.
machst sehr leidenschaftlich, Stickler. Ihr müsstet doch, glaube ich, mal die Schwierigkeit auf ganz hoch setzen. Dann gibt's einen Schlüssel. Heute schleichen wir mal nicht. Und der hat jetzt nur noch viel drauf. Und ein bisschen. Sie kämpfen wie Kinder! Sehr schön, die Frau gefällt mir. Sie kämpfen wie Kinder! Da oben haben wir den Schatz. Irgendwo in die Richtung. Du bist unersättlich! Gefällt mir! Jetzt können wir auch wieder irgendwo in der Rechnung. Rechnung muss man auch sagen. All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Oh, viel zu hoch. Ja, toll. Danach habe ich mich gesehen. Ja, hast du fein gemacht. Boah, die auf den ein. Ha! Die hat's drauf. Schöne Drohne. Guck mal, Nickel machen. Noch ein paar. Du bist unersättlich. Gefällt mir. Ich bin auf dem Mann. Danach habe ich mich gesehen. Ich weiß. Sind hier noch irgendwo welche? Mal gucken, ob noch ein Schatz da ist. Nö, eigentlich alles erledigt. All das Blut! Das Wasser wird sich rot färben! Oh, das du bist unersättlich! Gefällt mir! Sehr schön. Da standen sie aber jetzt auch wirklich alle vom Haufen. Und da stehen sie ja schon wieder auf einem Haufen. Können Sie Ihr Viecherdorf wieder beziehen, so mehr oder weniger?
bei dir sieht das so einfach aus. Stikla ist eine herausragende Kämpferin. Sie könnte mit den besten Drengi auf Raubzug gehen. Vielleicht ist das ihr Schicksal. Du ehrst sie. Und glaube mir, ich habe es versucht. Aber sie ist stur. Sie besteht darauf, bei diesem alten Hund zu bleiben. Dann schick sie zu mir, wenn du tot bist. Du scherzt, aber ich nehme dich beim Wort. Bis dahin. Weltereignis abgeschlossen, kleine Siege. Okay, macht ihr noch was oder bleibt ihr jetzt hier stehen? Ich glaube, die bleiben hier stehen. Sehr schön, hat mir gefallen mit Skegias Bad. Mal schauen, hier sind ja immer noch einige Sachen. Vielleicht mache ich einfach hier mit der Ecke weiter, mal sehen. Überleg's mir, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und vielen Dank fürs Schauen. Bye bye.